Vierte Ronin-Kata, erste Variante Nukyuchi. Davon gibt es schon zwei verschiedene Versionen. Das ist eine Kata mit einigen verschiedenen Ausführungen. Erste Variante, wer angreift, kommt von Jodan. Der Ausweichende geht raus, geht an den Hals, Fuß vor, Hand an die Mune und schneiden. Unangenehmes Gefühl. Passt auf, wenn ihr es ausübt, Kehlkopf. Also keinen Druck ausüben und schon gar nicht dagegen schlagen. Also egal mit welcher Art von Waffe, ob Shinken, Jaito oder Bokto, seid vorsichtig. Ja? Ganz zentral ist, ich zeige das gerade nochmal von der Seite, greif du mal an. Hier, diese Art von Ausweichen, sie kommt von oben. Wenn ich jetzt ziehe, klappt das Ganze nicht. Ich muss extrem senkrecht ziehen beim Ausweichen. Ich ziehe und ich muss hier, nein, hier bin ich. Ja. Ich muss hier ganz schmal vorbei. Dann komme ich hier an ihren Hals, Hand an die Mune und schneiden. Also die ist komplex, sie ist ein bisschen anders vom Ziehen her. Man muss sehr steil ziehen. Ja? Erste Variante. Zweite Variante ist Ausweichen zur anderen Seite. Nicht nach rechts, sondern nach links. Ich greife wieder an. Ja? Hand an den Schwert drücken und schneiden. Man könnte auch in die andere Richtung schneiden. Beides ist erlaubt. Logisch. Don't is don't. Also das Zentrale ist dabei, dass es funktioniert. Und wie bei den anderen Kata, Chimuri und so weiter, ne? Wie wir es schon erklärt haben. Erste Form. Sollen wir es nochmal zeigen? Diese Form hat ein bisschen was mit einem japanischen Film zu tun. Nämlich mit welchem? Was ist das, Kenshin? Mit Kenshin, ja. Da kommt eine solche schöne Situation vor, wo er so steht, dem anderen in die Augen guckt und dann ritsch. Ja, ist ein bisschen makaber, aber es funktioniert. Das ist doch